Gabriel Obernosterer mit einer tatsächlichen Berichtigung. Herr Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, ich bin hier wegen einer tatsächlichen Berichtigung von Herrn Kollegen Angerer. Aber es ist kein Rede bei einem Satz. Die Österreicher und Österreicher, wenn sie zuschauen, dürfen sich etwas erwarten, wenn hier auch das Rednerpult und der Schutz des Abgeordneten ist, wenn er nichts macht, dass hier richtige Zahlen verwendet werden. Herr Kollege Angerer hat behauptet, der Herr Finanzminister wird als Schuldenbrunner in die Geschichte eingehen, weil seit er jetzt das Budget macht, die Schuldenquote in die Höhe geht. Faktum ist, Schuldenquote in die Höhe geht. Faktum ist, sein Budget, das er vorgestellt hat, vermindert sich die Schuldenquote von 78,3 auf 76,7%. Bitte richtige Zahlen verwenden. Schuldenquote. Axel Kasseker von den Freiheitlichen meldet sich jetzt auch mit einer. Ja, Herr Präsident, Herr Abgeordneter Obernosterer hat jetzt ganz offensichtlich nicht zugehört, was Kollege Angerer gesagt hat. Nämlich er hat gesagt, die Schulden haben sich erhöht, das ist was anderes. Und ich ersuche tatsächliche Berichtigungen nicht zu missbrauchen für politische Meinungsäußerungen, die ja auch passiert sind. Das ist nicht das Instrument der tatsächlichen Berichtigung. Die Folge ist, wir werden die tatsächlichen Berichtigungen an die Ende der Debatte legen, dann erübrigt sich das Problem.